Landschaft weiterhin schön. Und mal sehen, was uns dann in Andorra am Pic Negre erwartet. Wir schrauben uns gerade zum Einstieg hin. Okay, jetzt geht's ins Gelände rein. Okay, hier ist der Aufstieg. Hi! Sind auf 2000 Meter schon. Ja, schon ganz schön hoch. So, das ist jetzt, sag ich mal, offiziell jetzt die Offroad-Strecke. Da oben wird es noch trockener werden. Und es ist hier schon recht trocken. Das sind so die letzten Überbleibsel des letzten Regens, schätze ich. So, im Moment stehen wir hier. Unser Trail, der sollte hier links weitergehen, damit wir hier vorne auf den Pic Negre kommen. Aber dieser Trail ist irgendwie gesperrt. Und Andi flitzt jetzt erstmal hoch und fragt, was Masse ist. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt werden wir uns da mal hochschrauben. Ja, im Moment sieht das noch ganz gut aus. Es kommt immer darauf an, mit was. Sieht das aber auch nicht aus. Ich bin gespannt, wie es da oben los ist, was da so los ist. Aber schon mal gut, dass wir alles reingemacht haben, falls noch irgendwie so eine tricky Stelle kommen würde. Ja, ich bin gewappnet und heute vergesse ich die Sperre nicht, sollte es mal eine schwierigere Passage geben. Ja. Hier soll auch irgendwo ein Bus irgendwie liegen geblieben sein, gell? Der lag doch hier, das war ja auf dem Fotos drauf. Ja, da vorne geht es schon noch ein Stückchen steiler hoch. Hochkantigen Stein muss man sich ein wenig in Acht nehmen. Ja, das auf alle Fälle. Da kannst du hier ganz schnell so ein Offroader aufschlitzen. Was sagen die Höhenmeter? Siehst du das? Ich habe beide Navis, habe ich auf Navigation. Ah, okay. Wir gucken nach, wenn wir höher sind. Genau, wenn wir oben sind, am letzten Punkt. Wie viel Wasser durchfahren? Ich glaube, hier gibt es keine Wasserdurchfahrt mehr. Neue Schotterplätze angelegt für dich. Ah, interessant. Wenn ich schneller als 30 fahre, geht ein großes Lämpchen, ein rotes Lämpchen an. Also der Lenny grabbelt hier wie eine Bergziege. Den höchsten Gipfel erreicht haben und die Beschreibung schwer ist in dem Fall etwas relativ, da wir das gar nicht so schwer fanden. Also wir, na gut, mit unseren Offroadern war das eine relativ leichte Strecke. Stelle erreicht und sind hier auf 2605 Meter. Ja, hier blutet mir natürlich auch ein bisschen mein Motorradherz, weil die Strecke hätte ich gerne mit meiner KTM gefahren.
tiefer als erwartet. Bereitete unseren Offroadern keinerlei Probleme. So, Andi, was hältst du davon, von dem Platz hier? Sieht doch gut aus. Ich denke mal, wir haben hier einen schönen Sonnenuntergang. Duschen am Picknick, wa? So, die Übernachtung war relativ gut. Heute Nacht kam hier so ein Pony. Das hat sich an meinem Auto geschuppert. Ich habe gedacht, das wäre der starke Wind. Aber dann bin ich mal kurz raus und dann ist es auch weg. Wir werden jetzt nur starten und fahren den Trail zu Ende. Dann geht es weiter. Andi hat einen Wunsch geäußert. Er würde gerne die Höhlenmalerei oberhalb von Andorra
besuchen und das machen wir jetzt, da navigieren wir jetzt hin. Also Abstieg vom Pic Negre. Ja, super. Ja, das ist ja cool. Fahr mal mir nach. Hast du das gesehen? Was meinst du? VW. Natürlich, geile Teile. Hi. Hi. Angekommen an der Grotte del Nio, haben wir erfahren, dass die erst in 2 Stunden aufmachen würde und dann gäbe es nur eine Führung auf Französisch. Außerdem dürfen wir keine Fotos hier machen. Und da haben wir uns gesagt, nein, wir schauen uns hier mal um. Vielleicht entdecken wir irgendetwas Interessantes. Ja, ich bin ein bisschen traurig, aber es ist so, wie es ist. Ja, kann man nichts machen. Oh, da ist der Eingang da unten. Ja, das ist aber die Tür, habe ich schon abgecheckt. Okay. Ja. Ja, schön wäre das schon gewesen. Machen die sich nicht. Die Mühe machen die sich nicht. So, Andi, der Höhlenmensch. Hat er doch noch seine Höhle gefunden. So, kleines Trostpflaster, kleine Höhle. Aber was heißt kleine Höhle? Hier kann man so etwa 30 Meter lang reinkriechen. Beeindruckend und beängstigend. Weitere Aufnahmen folgen vom Inneren der Höhle. Ja, ich war eben schon mal hier ungefähr 20, 30 Meter tief drin, nur mit Handylicht und schlechten Schuhen. Ja. Als ich dir Bescheid gesagt habe am Telefon, übrigens ist das für ein Handyempfang, da habe ich die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Aber so wie sie aussieht, waren hier schon öfters welche drin. Das ist eine besuchte Höhle, aber trotzdem spektakulär. Ja. Also ich würde jetzt nochmal gerüstet mit Kopflampe bis tief hinten reinkriechen. Dann okay. Kam ich nicht mehr weiter. Ah, dieser Felsen da. Wahnsinn, ey. Soll ich dir die Kamera abnehmen? Ja. Weil du bist doch auch so ein Höhlentaucher. So, nimm die mal. Ja. Mal gucken, dass ich auch irgendwie... Ich habe ihn gar nicht hochgekriegt. Warte. Wollen wir hoffen, dass sie hier halten, ne? Ja, ich dachte die auch. Die Teile. Kann ich den Stick übernehmen? Das ist ja super. Ja, das ist echt ein kleines Trostpflaster. Boah. Nachdem wir in die andere Brille nicht reinkommen. Wahnsinn. Ach, hier unten müsstest du drunter durchkriechen, ne? Nee, hier oben geht's weiter, ziemlich tief rein und das wollte ich jetzt noch mal probieren. Okay, da runter zu so? Nee, da hinten ins Loch rein. Ah. Wenn du mit möchtest, kann ich die Kamera wieder abnehmen. Rutschig hier, deshalb Wanderschuhe. Ja. Ja, du musst dich da so ein bisschen bouldermäßig an den Steinen festhalten. Aber weißt du was, nimm die Kamera mit. Erkunde ich mal die Höhle, ja, hier. Mach mal. Du hast ja zu glatte Schuhe. Ja.
Du hast ja nur Semi-Wanderschuhe. Genau, so, jetzt ist die Frage, krieche ich hier rein oder gehe ich oben drüber? Okay, hier unten geht's nicht weiter. Dann muss ich wohl doch irgendwie da hoch. Guck mal, wie tief es da reingeht. Wahnsinn. Geil. Weiter geht's. Hier ist ein Abzweig. Gucken wir mal hier drinnen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Geht das hier tief rein? Das geht hier ganz schön tief rein, du. Ja, hier müsste ich jetzt auf allen Vieren reinkriechen. Das lasse ich lieber mal sein. So, da zwischendurch musste ich mich eben wuseln. Uiuiui, hoppla. Jetzt geht's aber wieder raus. Das war geil! War das geil? Ich war noch nie in so einer geilen Höhle. Du bestimmt schon, aber ich noch nicht. Ja, ich hab meine Tasche irgendwo. In der Höhle. Super. Kommen wir doch auf unsere Kosten, siehst du? Eine Tür geht zu, die andere geht auf. Genau, hier runter war es, gell? Ja. Ja, das ist gut, dass das so versteckt ist, hier die ganze Geschichte. Mhm.